Die Geisterstadt Pampa Union war keine Minenstadt. Ein Arzt hatte die Idee, ein Hospital inmitten der Salpeterwüste zu bauen. Er wollte nicht mehr so viele Krankenbesuche machen. Die kranken Bergleute sollten ihn aufsuchen. Schnell entstanden Geschäftsstraßen und jede Menge Kneipen, wo am Wochenende die Pampinos aus der Umgebung ihren Lohn verprassten. Bilder an den Wänden mit Motiven aus dem grünen Süden Chiles zeugen vom Heimweh der Menschen, die vom Salpeterboom in die Wüste gelockt wurden. Dies ist die Straße der Huren. Hier gab es über 20 Bordelle. Der ehemalige Salpeterarbeiter Hernán Rivera ist Autor erfolgreicher Romane. In einem hat er das Leben der Prostituierten in den Oficinas beschrieben. In den beiden Salpetergruben, wo ich die meiste Zeit meines Lebens gearbeitet habe, in Pedro de Valdivia und Maria Elena, gab es die berühmten Buques. Die Buques waren eine Art Ghetto, wo die Junggesellen lebten. Dort kamen die Mädchen hin, die Prostituierten. Diese Mädchen kamen immer am Zahltag. Mit irgendeinem der Junggesellen einigten sie sich dann, dass der ihnen sein Zimmer für die Nacht gab. Später wurde ihm das vergütet. Das nannte man das Recht auf die erste Nacht. Alle Männer wurden bald informiert, dass in dem oder jenem Zimmer ein neues Mädchen angekommen sei. Und sofort bildeten sich ellenlange Schlangen. Man durfte nicht länger als 4 Minuten bleiben. Wenn es länger dauerte, fingen die Leute in der Schlange an zu schimpfen. Es kam oft vor, dass die Mädchen einen der Kumpels heirateten. Die meisten dieser Frauen waren ausgesprochen treu und oft bessere Ehefrauen als viele andere. Viele Bergarbeiter, ihre Frauen und Kinder wurden nicht alt. Die harte und elende Arbeit und die Lebensbedingungen in der Wüste forderten ihren Tribut. Erst in den 30er und 40er Jahren konnte man von menschenwürdigen Verhältnissen in den Salpeterstädten sprechen. Der beliebteste Ausflugsort der Gegend war der Sloman-Damm mitten in der Wüste, mit dem das Wasser des Loa-Flusses aus den Anden gestaut wurde.